So, damit herzlich willkommen zu unserem neuen Let's Play. Wie ihr wahrscheinlich in der Ankündigung gesehen habt, ist mir ja ein kleines Malheur passiert mit unserer alten Welt. Und da dachte ich mir, wir enden das Ganze jetzt mal, da wir sowieso eine neue Welt brauchen. Und benutzen ein anderes Pack. Das Ganze ist das Direwolf 20 Pack. Wie gesagt, ein eigentlich bekannter YouTuber, ein Amerikaner, habe ich irgendwann in den vorherigen Video schon mal erwähnt. Wir laufen jetzt auf Minecraft 1.4.7. Natürlich gleich vorher auch schon, egal. Natürlich Feed bis Modpack mit 60 Mods geladen und 60 aktiv. Wenn man hier oben sieht, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber hier oben ist das Direwolf 20 Pack in der Version 5. Wenn wir hier kurz in die Mods reinschauen, haben wir hier neben dem Not Enough Items und dem ganzen Computerkraft, Omni-Tools, Industrialkraft, diese Dinge, was wir hier schon haben. Charge Patch sagt mir jetzt auch nichts gerade. Dann Equivalent Exchange 3. Ein magischer Mod, Formcraft habe ich drinnen gelassen. Factorization, Gravity Suit, Inventory Tricks, Iron Chests, Misc Peripherals. NEI Plugin, dann MFFS, Obsidian Blades, Red Bar natürlich, Soul Shards, Steve's Cards, der Twilight Forest, ist gleich auch so in Richtung Magic Dings und Psycraft. So, also wie gesagt, die alte Map ist uns verloren gegangen. Und ich nehme jetzt natürlich schon auf der neuen auf. Ich denke, wir starten hier einfach gleich direkt durch. Daher Wolf 20 Modpack Let's Play nennen wir das Ganze. Survival natürlich. Struktur ist on. Cheats lassen wir auf. Bonus Chest habe ich mir gedacht, schalten wir jetzt ein. Ja. Dann starten wir, denke ich, gleich direkt durch. Warum auch nicht? Aktuell habe ich ja ein wenig Zeit zum Aufnehmen. Natürlich habe ich wieder vergessen, wie immer halt, meinen Timer zu starten. So, läuft er jetzt auch. Ich muss mir jetzt noch, oh, etwas an den GUI-Scale hier gewöhnen. Hier schalten wir natürlich als erstes den Recipe-Mod um. Sehr schön. Also hier gleich auf einer Bonus-Chest und das sind, glaube ich, schon die neun Bäume von Forestry. Ich habe mich natürlich nicht so über die Mods informiert. Aber ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Ich schaue mir Direwolf 20 auch als Let's Player selbst an. Also so, wie soll man das sagen? Ich schaue mir seine Let's Plays an, so. Er hat ja Server Let's Play und Singleplayer Let's Play. Und das erste, was man natürlich in Minecraft macht, ist eine Axt, denn wir brauchen die Bäume. Wie gesagt, der GUI-Scale ist jetzt etwas ungewohnt für mich. Ich bin ja das Größere gewohnt. Aber natürlich kein Problem. So, die Kiste bauen wir ab. Nehmen wir natürlich mit, ist ja klar. Hier das noch spielen wir, glaube ich, auf Peaceful, wenn mich nicht alles täuscht. Options Peaceful, genau. Ich denke, das können wir in der ersten Episode. Wow, jetzt haben wir das alles auf 25 Seiten. Ich denke, das könnt ihr mir verzeihen. Ich möchte jetzt nicht in den ersten Folgen schon wegsterben. Das wollt ihr ja, denke ich, auch nicht sehen. Und ich denke, wir schauen uns auch gleich mal den Baum her an. Das Holz ist das gleiche wie das andere. Nein. Zwar ist das Spruchwood oder wie man das ausspricht. Es gibt ja mit dem neuen Forester jetzt gleich auch Kirschbäume und. So.
kommt mir gerade, wir hätten uns auch eine Sichel basteln sollen. Jetzt ist nur die Frage, wie ging die? So. Sehr schön. Damit wir hier die Setzlinge gleich wegbekommen. Also, nicht die Setzlinge wegbekommen, sondern das andere hier. Yellow Autumn ist der Herbst, also gelber Herbstsetzling. Dabei haben wir ja erst heute den 1. Februar. Also falls euch interessiert, ich habe noch einige Episoden von unserem alten Minecraft Let's Play, natürlich. Ich denke, die sollten noch bis Mitte Februar sowas reichen. Aber ab dann kommt ihr das hier zu sehen. Und das sieht ganz schön gut aus da drüben. Also viele verschiedene Setzlinge. Habe ich kein Problem damit. Aber wir sollten uns auf eine Holzart beschränken. Na, zwei paar Setzlinge mit. Oak Saplings Brown. Okay. Wir schauen nämlich, dass wir natürlich hauptsächlich wieder Oakwood bekommen. Früher oder später werden wir dann auch eine Baumfarm brauchen und so weiter. Wie gesagt, jetzt auch mit Farmcraft. Ein sehr cooler magischer Mod. Ich wollte ja zuerst eigentlich nicht diese magischen Mods drinnen haben. Aber ich habe mir überlegt, warum nicht. Ich muss ja nicht alles aus denen machen. Dann der Twilight Forest, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie wir in den kommen. Aber ich denke, das wird sich alles noch ergeben. So. Da haben wir schon einiges an Holz. Und natürlich haben wir uns den Spawn jetzt nicht markiert. Heppa. Ein Apfel. Was hätten wir jetzt machen sollen? Oh, da hinten ist ein Dorf. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir vielleicht dort gleich hingehen und dort anfangen. Da hinten schwebt auch irgendetwas in der Luft. Die Zuckerrohr nehmen wir logischerweise mit. So, denn die werden wir wahrscheinlich brauchen für Bücher oder ist ja egal für was. Da habe ich gerade eine Kuh gehört. So, was ist das? Cattail, also. Keine Ahnung. Tut mir leid. Ich bin zwar nicht der Schlechteste in Englisch. Aber ich bin auch kein englischer Förster. So, da hinten markieren wir jetzt eben dieses Dorf. Und dann, Entschuldigung, starten wir dort drüber, was das Ding war. Ich glaube nämlich, da schwebt irgendwas in der Luft. Das hat relativ cool ausgesehen. Aber zuerst markieren wir uns natürlich. Oha. Und wer gesehen hat, da unten liegt Kupfer und alles. So. M war das Ganze, genau. Waypoints. Dorf. Sagen wir da, schaut mal aus. Wobei, vielleicht sollte ich hier die Dings markieren. Diese. Oh, Achtung, Kuh, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Falls du uns da unterschubst. Na gut, das kann ich mir eventuell auch merken. Hoppa! Glück gehabt, so. Dann wieder rüber zum Wasser. Ich hätte jetzt Ding mitnehmen sollen. Vom Dorf, die können wir später noch holen, sobald wir eine geeignete Position für unser Haus haben.
Also auf jeden Fall eine sehr geile Welt, nur leider nicht allzu flach das Ganze, sondern eher ein drunter und drüber. Und da haben wir auch schon das erste Bienenhaus. Das markieren wir uns natürlich. Hoppala, falscher Knopf, Waypoints. Add. Beehive. Können wir auch deaktivieren. Hoppala. Ich würde jetzt gerne Kühe auch mitnehmen, aber ich habe hier noch keinen Weizen. Vielleicht sehen wir von da oben mehr. Schauen wir mal rauf. Das habe ich gemeint, das hat relativ geil ausgesehen von der Entfernung aus. Aber hier mit dem ganzen unwegsamen Gelände ist es auch blöd. Aber schaut auf jeden Fall geil aus. Da oben wäre auch schon Kohle. Na gut. Schneelandschaft bin ich jetzt nicht so begeistert davon. Ich denke, wir werden hier einen kurzen Rundflug machen und schauen uns das Meer hier mal an, wo es eventuell das Gelände ein wenig flacher ist. So, da müssen wir eben die Welt laden lassen. Hier ein kleiner Teich, habe ich gesagt, ich bin von dem Schnee nicht so begeistert. Muss ich nicht unbedingt haben, da fällt uns dann das Wasser immer ein und allerhand solche lustigen Geschichten. Hier schaut es schon mal nicht schlecht aus. Gar mit Klee hier. Aber ich wäre mehr für ein offenes Meer, wo wir so an den Strand bauen könnten oder so. Aber das schaut hier nicht danach aus. Wieder mal aufbauen lassen. Also hier ein Berg mit viel Holz. Haben wir hier irgendwo. Ach, ist das ein Gummibaum? Jupp, eindeutig. Also einmal landen, wieder abschalten das Ganze. Cheat-Modus schalte ich dann gleich nochmal weg. Denn was braucht man immer richtig Gummi? Und ich denke, dass wir hier das Stückchen geflogen sind. Das könnt ihr mir verzeihen. So, wie ging denn der? Sehr schön. Wir werden das ja nicht immer machen, das ist ja nur eine einmalige Geschichte, wo es nur darum geht, dass wir ein wenig was Flacheres finden. Alles vorher mit Werkzeug, so, dann starten wir wieder an. Heppa, und es wird finster. Hier oben am Berg möchte ich eigentlich auch nicht, auch wenn es so geil aussieht, und das sieht hier auch verdammt geil aus. Hier grenzen wir anscheinend an eine Wüste und einen Dschungel. Lassen wir eben natürlich wieder mal kurz die Welt generieren. Aber hier gefällt es mir schon mehr. Ist zwar auch nicht das flacheste. Wie weit sind wir jetzt von dem Dorf hier entfernt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Dorf 300, also da sind wir schon ein Stückchen weg. Und ich hoffe mal, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Waypoints wieder abschalten. Hier haben wir einen Dschungel.
den wir wahrscheinlich großteils abholzen werden. Aber schauen wir mal ein bisschen hier am Rand herum. Was das hier ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wir könnten auch über das Meer fliegen, aber ich will hier die Datei nicht jetzt schon unnötig groß machen. Aber hier sind anscheinend wieder mal überhaupt keine Tiere. Was wir doch immer für einen Glück haben. Hier im Dschungel möchte ich eigentlich nicht sein. Hier sind einige Schweine. Der Dschungel ist zwar schön, aber... ja. Bin ich nicht so begeistert davon. Schauen wir mal... nach darüber. Ja, ich weiß, es ist aktuell etwas dunkel. Aber ich hoffe, YouTube rendert das nicht wieder zu finster. Hier haben wir ein zweites Dorf. Ein Dschungeldorf. Da landen wir doch direkt. Oh, und das sind hier wieder Apiaries von Beekeeper Dingern. Villagern. Hier schreiben wir Dorf 2, Dorf 2. So, aus. Und ich denke, wir schauen da mal in das Haus rein, wenn wir halt irgendwo reinkommen. Nein, hier ist nirgendwo. Upsa. Wollte ich jetzt nicht so. Also zwar ein Dorf, aber auch nicht das, was ich suche, vor allem da es Dschungel ist. Hier ist auch Dschungel. Entschuldigung. Ich bin etwas krank. Andere suchen immer riesige Dschungels und wir haben die hier en masse. Dass ich nicht weiß, was ich anfangen soll damit. Und ich sehe, wir haben auch gleich mal die erste Episode dann gefüllt. Natürlich schaue ich, dass ich mehr aufnehmen kann. Hier kommt schon wieder unser Winterzeugs. Aber hier schaut es gar nicht so schlecht aus. Ein paar Berge im Hintergrund. Hier angrenzend an das Schneebiom. Sand ist hier. Jo, ich glaube, hier könnten wir bleiben. Hier gefällt es mir. Umschalten hier auf Recipe Mode, so. Da hinten sehe ich auch, glaube ich, ein paar Tiere. Was haben wir hier? Sieht sehr schön. Dann schauen wir mal hier. Ein wenig Terraforming. Muss man ja natürlich machen. Während wir hier abbauen, können wir noch ein wenig quatschen, beziehungsweise ich quatsche euch die Antwort. So wie es halt immer ist. Bei einem Let's Play gibt ja nicht so viele Varianten, wie man da ein wenig Interaktion schaffen kann, eventuell mit so einem Twitter-Aufnahme, wie es Gronk zum Beispiel macht. Ja, ich schaue auch Gronk ab und zu. Jo. Und ich sehe jetzt aktuell wirklich auch fast nichts mehr. Das Schwein lassen wir leben, das werden wir dann gleich mal hier irgendwo einsperren. Denn wir brauchen nicht nur Fleisch, sondern auch mehrere Tierarten. Diesmal möchte ich eine Schaffarm auch bauen. Unter anderem natürlich. So. Dann wandeln wir das Holz hier mal um. Bam. So, da la. Die könnten wir theoretisch gleich mal ansetzen hier irgendwo. Nein, hier nicht. So, weg damit wieder. Zack,